Hallo Freunde, ich war ja schon lang nicht mehr da und jetzt zeige ich euch mal meine komplette Blu-ray-Sammlung. Fangen wir mal hier oben an. Da haben wir einmal Der Herr der Ringe, die Spielfilmtrilogie in der Extended Edition. Dann haben wir Fluch der Karibik, alle vier Teile drin. Dann haben wir da Cleaner. Dann haben wir The Crow in der Steelbook Edition. Dann haben wir Twilight, die Saga 1 bis 3, auch in der Steelbook. Dann haben wir Twilight Breaking Down. Dann haben wir Insidious, ein sehr guter Film. Dann haben wir Red Riding Hood. Dann haben wir Snow White and the Huntsman. Dann haben wir den Ding. The Thing. Dann haben wir Doghouse. Auch ein lustiger Film. Dann haben wir Jennifer's Body. Dann haben wir Predators. Dann haben wir The Expendables in der Extended Director's Cut Edition. Dann haben wir Expendable 2. Dann haben wir Gamer Uncut Edition. Dann haben wir Max Payne, die Extended Director's Cut Edition. Dann haben wir Resident Evil Extensions. Dann haben wir Resident Evil Afterlife. Dann haben wir Inceptions, auch ein sehr guter Film. Dann haben wir Independence Day, einer meiner Lieblingsfilme. Dann haben wir In Time. Dann haben wir Planet der Affen Revolution. Dann haben wir District 9. Dann haben wir Super 8. Dann haben wir Prometheus to Alien Evolution mit allen Alien-Teilen und deren Prometheus-Teil in einer Box. Dann haben wir 2012. Dann haben wir Kampf der Titanen. Und dann haben wir noch Zorn der Titanen. So, und hier geht's weiter. Da haben wir einmal Der König der Löwen, den ich in einem extra Video schon mal vorgestellt habe. Alle drei Teile. Geht's hier unten weiter. Da haben wir einmal Batman Begins. Dann haben wir The Dark Knight Rises. The Dark Knight. Da habe ich mich vorhin versprochen. Da haben wir The Dark Knight und da haben wir The Dark Knight Rises. Dann haben wir Men in Black 3.
Dann haben wir Avengers. Dann haben wir The Rod. Das ist ein sehr empfehlenswerter Film. Dann haben wir The Hunter. Dann haben wir The Grey unter Wölfen mit Liam Neeson. Dann haben wir Tödliche Verbrechen. Dann haben wir Transporter The Mission. Dann haben wir Drive. Dann haben wir Alice im Wunderland. Dann haben wir Tron, das Original und Tron Legacy in einer Box. Dann haben wir Prince of Persia, auch in der Steelbook. Dann haben wir John Carpenter, zwischen zwei Welten. Dann haben wir Centurion. Dann haben wir Percy Jackson, Liebe im Olymp. Dann haben wir die Säulen der Erde. Hier haben wir Tim und Struppi. Hier sind die drei König der Löwen-Teile aus der Box. Dann haben wir Ted, die Donnerspidey Edition von Mediamarkt. Dann haben wir Paul, auch in der Steelbook. Dann haben wir Das gibt Ärger, der Film hat mich enttäuscht. Dann haben wir Cloud Atlas. Und last but not least haben wir Der Hobbit. Und dann geht's hier weiter. Da haben wir einmal Zurück in die Zukunft Trilogie, alle drei Teile auf Blu-ray. Dann die Jurassic Park Trilogie. Haben wir hier der weiße Hai in der Steelbook. Dann haben wir hier die Goonies. E.T. in der Steelbook Edition. Die Gremlins Kollektion, Gremlins 1 und Gremlins 2. Scarface, die ungekürzte Fassung in der Steelbook. Einer flog über das Kuckucksnest. Predator, die ungekürzte Fassung. Minority Report. Matrix, die komplette Trilogie. Red Heat. Platoon. Dann haben wir hier noch der Patriot. Dann haben wir hier noch Edward mit den Scherenhänden. Dann haben wir hier noch der mit dem Wolf tanzt. Und einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Ziemlich beste Freunde. Dann haben wir hier noch Harry Potter, die Heiligtümer des Todes Teil 1. Avatar, die Extended Blu-ray Edition. Dann haben wir noch die Steelbook von This Is It. Und dann haben wir da noch die Robin Hood Box. Die habe ich auch schon mal vorgestellt in einem Video. Ja, das Und hier war's. haben wir noch die Blu-ray
Michael Jackson Moonwalker. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt eure Kommis unter dem Video. Und ich hoffe mal, es folgen noch mehr Videos. Bis demnächst.